Servus, hier Tabak und Pfeifengenießer hier auf YouTube. Jetzt ganz gemütlich auf der Terrasse, herrliches Wetter. Ja. Und rauchen durch den Tabak heute, den möchte ich euch ja vorstellen. Habe ich euch letztes Mal schon kurz gezeigt. Und zwar handelt es sich davon HU, Haras Best Irish. Diesen Tabak, den hat es früher in meiner anderen Dosen gegeben. Ich habe den vor Jahren schon mal gehabt, aber wie es halt so ist, dann geht er wieder in die Vergessenheit über. Und jetzt habe ich noch mal wieder geholt und bin wieder begeistert, so wie es damals schon war. Mal schauen, ob man das sehen kann, das Tabaksbild. Das ist ein Brockenfleck. Da ist Burley drinnen, Kentucky, ordentliche Portion Perique und Virginias. Ja. Und wenn man dran riecht, ja, dann hat er schon irgendwas Florales, sage ich jetzt einmal. Wenn man auf der Seite von HU ist, dann wisst man, dass die aromatisiert ist mit Honig, Mandel, und ja, so Geranie, schreiben die. Gut, ob jetzt hier Geranie rausschmeckt, lass ich mal dahingestellt sein. Was Blumiges auf jeden Fall. Und was mir halt auch bei den meisten Irischen, die sind ja leicht seifig. Gell? Und das ist der Bursche nicht. Diese leichte Aromatisierung, was der hat, kommt bei mir ein bisschen so rüber wie so ein Wechselspiel. Kommt einmal das Säuerliche, das Essige, was wahrscheinlich vom Perique herkommt. Dann wieder das Blumige. Der ist mittelkräftig für mich, der Tabak. Will auch langsam geraucht werden, sonst wäre er ein wenig zickig, der Bursche. Schön vollmundig. Bringe ich natürlich auch was dazu. In dem Fall mal ein Flens wieder. Schauen wir, ob es Flug macht. Na, hat es nicht gemacht. Ist aber trotzdem ein Flens. Vielleicht habe ich es nicht richtig aufgemacht. Passt auf euch. Ist jetzt wieder so ein Tabak. Die mag man oder mag man nicht. Ja. Ich glaube, so zwischendrin gibt es gar nichts. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Nischentabak ist, aber er ist speziell. Und den Geschmack muss man mögen, obwohl da nichts irgendwie dominant ist. Gell? Also den Honig, kann ich eigentlich nicht raus schmecken. Es kommt ja so eine leichte Süße mit durch hin und wieder. Wie gesagt, das ist so ein Wechselspiel, was der Tabak hat für mich. Mal das Blumige, dann wieder das Säuerliche. Also für mich ein hervorragender Tabak, den ich weiterempfehlen kann, aber wie gesagt, man muss ihn mögen. Den gibt es ja schon länger, den Tabak. Der ist schon ein paar Jahre auf dem Markt. Man war halt länger nicht mehr bei mir. Vorgestellt habe ich ihn auch noch nicht, zumindest weiß ich es nicht.
Rauchen tue ich den, meinen kleinen Nasenwärmer. Das ist ein Riking Gros. Schönes, leichtes Pfeiferl. Das kannst du auch im Mund haben. Du kannst was arbeiten oder was. Oder grillen. Was wir heute auch noch machen werden, werde ich auch filmen. Das Video zeige ich euch dann ein paar Tage später. Und da wieder zusammenbrutzeln. Ja, recht viel mehr kann ich zu dem hervorragenden, für mich hervorragenden Tabak eigentlich nicht sagen. Angeblich, das habe ich mal gelesen oder gehört, soll das auch der Lieblingstabak von Hans Wiedemann sein. Mir schmeckt er auch. Bestimmt viele Freunde. Aber auch, die sagen, nein, den Tabak mag ich überhaupt nicht geben. Wie gesagt, also so, der geht schon. Ich glaube, das kann man nicht sagen, weil entweder mag man oder man mag nicht. Ich werde jetzt so das Pfeifen noch genießen mit dem Tabak. Wird nicht die letzte sein. Ich glaube, da stopfen wir schon nochmal eine mit dem Tabak heute. Ja. Soll ja nicht so ein langes Video werden, wollte euch den Tabak nur kurz vorstellen. Alles Best Irish und von mir hat er die Empfehlung. Gell? Das war's wieder für heute. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.